So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben eine... Hallo Adi Schatz. Wir haben eine neue Snackbox von Pupsi, weil Pupsi hat da versucht mal, dieses Angebot anzunehmen, dass du 3 Snackboxen kriegst zum Preis von 2, ne? Obwohl 2 schon so teuer sind wie 100 normale Snacks. Die ist jetzt angekommen. Die habe ich beim letzten Mal vorgestellt. 3 Stück sollen es also werden. Sie ist jetzt aber schon am Überlegen, ob sie es vielleicht doch noch einmal verlängert, damit sie in die Weihnachtszeit reinkommt und eine Weihnachtsbox kriegt. Denn da können Länder drin sein aus Europa, aus Amerika und aus Asien. Ja, was da heute für ein Land drin ist. Beim letzten Mal war es ein europäisches Land und zwar London. Das ist eine Stadt, ne? Stand da jetzt London drauf oder stand da England? Ich glaube, da stand England als Land, genau. Ich habe keine Ahnung, was diesmal drin ist. Das werden wir jetzt rausfinden, indem wir das hier wieder aufmachen. Und dann einfach mal schauen, ob sich's diesmal lohnt und vor allem, was diesmal das Getränk ist. Snackbox, vernasche die Welt. Dieses Video ist nicht gesponsert. Oder doch, von Pupsi nämlich. Wir machen es auf und wir haben diesmal Japan. Dein monatliches Abenteuer beginnt jetzt mit einer Japan-Box. Ist also vom asiatischen Raum eine Japan-Box. Oh mein Gott, und ich sehe einen blinden Fahrer. Bist du verrückt? Hier haben wir erstmal eine Karte wieder drin. Eine super geniale Karte von Mount Fuji in Japan. Das ist eine Postkarte, die könnt ihr euch aufhängen. Dann haben wir hier Let's Explore Japan. Da ist nämlich immer so ein Infoheftchen auch dabei. Und das Infoheftchen zeigt euch eigentlich ganz coole Sachen aus der Stadt und aus der Region, was ihr da habt. Also ja zu ihr Naschkatzen. Ne? Hier stehen auch noch die ganzen wichtigen Fakten, die man braucht. Hauptstadt Tokio, Amtssprache Japanisch, Einwohnerzahl 125 Millionen, Währung Yen, typisch Vietnam, Mangas und Anime, Origami, Kampfkünste und atemberaubende Natur. Das könnt ihr jetzt hier durchblättern. Da seht ihr Fun Facts zu Japan, Must-Sees, was in Japan so angesagt ist. Die Kirschblüten, Bäume. Dann haben wir hier, was ist in der Box? Steht auch alles da, was eigentlich alles hier drin ist und erklärt nochmal dazu. Ich mache aber schnell weiter. Zutatenverzeichnis, dass ihr auch wisst, wie schädlich alles ist. Und ein kleines Quiz plus ein Dessert, wie ihr Matcha Crepe Cake machen könnt. Ein japanischer Dessert-Klassiker. Also, es ist nicht nur eine Box, die thematisch passt. Es ist auch immer noch eine Postkarte dabei und so ein Heft. Eigentlich ist das wie die WrestleCrate UK Box für Männer, nur halt die Pupsi Edition mit Süßigkeiten. Und das erste, was mir hier angrinst, ist ein Pikachu und ein Plinfer. Also passt original, dass das hier Japan ist, denn das ist Furuta Pocket Monsters. Sieht aus wie irgendwelche so kleine Küchlein, Cakes, Muffins, sonst was. Sieht aus wie so Schokoplätzchen, da ist Plinfer drauf und Pikachu. Auf jeden Fall interessant. Dann haben wir hier einmal Hard Candy von der von Hello Kitty. Also irgendwas zum Lutschen mit Kirsch, Apfel und Orangengeschmack. Irgendwelche Bonbons zum Lutschen. Hard Candy. Manche Sachen könnte man bestimmt bei Ramses Kitchen wieder testen, aber ja, weiß ich noch nicht, was. Vielleicht das, was auch immer das ist. Chips. Das sieht aus schon wieder wie Lay's. Die Firma Lay's in Japan. Ich kann auch nichts lesen und da steht dann einfach nur noch, hey, das ist bestimmt ein Kartoffelsnack, was aussieht wie irgendwelche Twister-Sachen. Ja, es ist halt alles japanisch. Das heißt, du kannst nichts lesen. Das dürfte aber was zu knuspern sein. Das ist bis jetzt mein Highlight. Ich bin ja nicht der süße Typ, ihr wisst Bescheid. Dann haben wir hier noch, das kenne ich auch nicht, aber da steht drauf Chocolate Cookies. Wie mit dieser Katze, ich glaube, die ist auch bekannt, auch aus irgendwas. Also das ist die kitschigste Box bis jetzt, aber bis jetzt meiner Meinung nach auch die genialste. Chocolate Cookies. Dann haben wir hier, das sind wahrscheinlich auch, das sind Gummis, Melonenstücke, saure Melonenstücke oder sind die gezuckert? Das ist auf jeden Fall Hartgummi-Drops zum Kauen, Ablutschen, wie auch immer. Da ist ein Bärchen hinten drauf.
Der ist auch hier hinter der Melone. Das also auch statt Bonbons zum Lutschen eher sowas wie Fruchtgummi. Genau, Fruchtgummi. Jetzt bin ich drauf gekommen. Fruchtgummi. Dann haben wir hier noch was. Das sieht auch richtig toll aus. Disney Princess. Da sind die ganzen Prinzessinnen drauf. Da ist ja Cinderella, da ist Schneewittchen, da sind die anderen alle. Aschenputtel wahrscheinlich auch am Start. Hier hinten ist noch hier von Aladdin hier die. Und da ist noch die Ariel. Das ist mit Erdbeergeschmack. Irgendwelche... Irgendwas mit Erdbeer zum Essen auf jeden Fall. Ist auch noch dabei. Dann haben wir hier Crisp Schoko, Schoko Flakes. Wieder ein seltsames Wesen hier oben. Crisp Schoko, Schoko Flakes. Also auch, sieht aus wie irgendwie Reis. Also so Reiswaffeln, nur halt mit Schokogeschmack. Sieht auf jeden Fall alles cool aus, durch die Schrift und durch die kleinen Wesen, die sich da drauf abbilden lassen. Hier habt ihr, boah, wie heißt denn der wieder? Da gab es doch diesen komischen japanischen Jungen, diesen Comic Shin-Chan oder irgendwas. Das sieht so aus wie hier dieser Shin-Chan, aber ganz groß ist das hier drauf. Das sieht aus wie so Schokokrossis, sind aber irgendwelche Sterne, Zimtsterne, Sterne ohne Zimt. Und ihr könnt hier irgendwie auch was sammeln wahrscheinlich, weil da wie eine Karte oder ein Sticker drin ist davon, wo es verschiedene Motive gibt. Also was genau das jetzt wirklich ist, keine Ahnung. Tohato und Bandai steht drauf. Ist aber alles leicht, ist... Halt zu naschen, lauter Süßes, 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 Süßes. Das heißt für mich immer noch am interessantesten ist das, was zu naschen ist, was knuspriges. Und hier ist einmal Red Bull drin. Der Drink von heute, Red Bull Kaffee, oder? Red Bull Kaffee, mit dem mal testen, den mal probieren. Das machen wir, glaube ich, in einer extra Spezialfolge. Hier packen wir nur die Box aus. Muss nämlich mal gucken, was Pupsi dazu sagt und was sie davon auch probieren möchte oder wo sie sagt, den Kaffee kannst du alleine trinken oder so. Das war die Box ist leer. Gefühlt war da jetzt viel mehr drin als in der letzten Box. Auf jeden Fall richtig cooles Land, richtig coole Karte hier. Ich kann mich gar nicht mehr an die letzte Karte erinnern. Richtig cooler Content. Also die ist okay. Ich glaube, ja, ist okay, dass Pupsi das nochmal verlängert und die Weihnachtsbox noch mitnimmt. Bin mal gespannt. Jetzt hatten wir Europa, wir hatten einmal Asien. Jetzt brauchen wir mal ein amerikanisches Land, ne? Bei der nächsten, das wäre dann optimal. Mal gucken, was da drin ist. Habt ihr auch schon mal so eine komische Snackbox bestellt? Snackbox, vernascht die Welt. Schreibt es mir in die Kommentare. Was war euer Highlight? Auf was habt ihr euch hier am meisten eingeschossen? Schreibt es mir rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.